Mirko Messner von KPÖ Plus. Ich persönlich habe bis zu meinem 7. Lebensjahr kein Wort Deutsch gekannt. Ich bin in eine Schule gekommen, wo eine Sprache gesprochen worden ist, die ich nicht verstanden habe. Innerhalb von 3 Monaten war ich bei den Besten, die also mit Deutsch umgehen konnten und Deutsch sprechen konnten. Warum? Weil die Lehrerin sich also Zeit genommen hat und mit anderen Lehrern, nicht nur mich, sondern auch andere nicht Deutsch sprechende in der Klasse gefördert hat. Also indem wir erzählt bekommen haben, was in Deutsch anders ist als in unserer Muttersprache und so weiter und so fort. Kein Problem. Ja? Das Problem ist, wir brauchen kleinere Klassen und wir brauchen mehr Lehrpersonal. Und was noch wichtig ist, wir brauchen eine Entrümpelung des Lehrplans. Wir brauchen in Wirklichkeit eine Umorientierung in Richtung Realität. Und die Realität ist multikulturell und da können rechtsextreme Kopf stehen oder nicht. Das ist vollkommen egal. Die Realität ist die und an diese Realität muss das Bildungssystem angepasst werden. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Aber schon Entschuldigung, auf Basis dass ich nur den Aspekt der deutschen Sprache. Dazu sage, es ist nur noch ein Aspekt wichtig. Der Aspekt, dass die Mehrsprachigkeit eine Riesenchance für österreichische Kinder ist. Nämlich für alle Kinder, die in Österreich leben. Mehrsprachigkeit ist ein kulturelles Gut, das gefördert werden muss. Das Schulsystem, so wie es jetzt ist, macht es nicht. Und das ist das Problem. Ich glaube, das wichtigste Problem ist, es ist eine der größten politischen und auch kulturellen Sauereien, die Verknüpfung von Migration und Terrorismus. Das ist etwas, was die politische Kultur im Land zerstört, weil sich die großen Parteien in der Angst, Stimmen zu verlieren, an rechts anpassen und mit einer Affengeschwindigkeit nachrudern. Man hat das sehen können bei dem Gespräch der dreien Großen, unter Anführungszeichen. Wer hat da noch einen Unterschied gesehen in der Migrationsfrage? Wer hat da einen Unterschied gesehen in der sozialen Frage? Schwer, 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 das auszumachen. Ist fast nicht mehr vorhanden. Ich glaube, das Hauptproblem ist nicht, die Frage zu lösen, wie können in Europa mit 500 Millionen Einwohnern ein paar Millionen Flüchtlinge integriert werden? Die Hauptfrage ist, wie wird sich Europa integrieren in einen globalen Zusammenhang, der schon heute nicht mehr so ist, wie sich einige auf den Nationalstaat konzentrierte, beziehungsweise auf die Verteidigung der Grenzen konzentrierte Politiker und Politikerinnen vorstellen, sondern die globale Zukunft wird eine andere sein als heute. Und Europa wird sich in diese globale Zukunft entweder integrieren oder es wird sich nicht integrieren. Und das ist die Frage. Und das kann aber nur passieren auf Grundlage einer Politik, die Flüchtlinge, die Asylwerbende und so weiter als Menschen sieht. Das sind Menschen und die Frage ist es, sollen sie als Menschen behandelt werden, ja oder nein? Diese Frage ist national zu lösen und für uns ist sie ganz klar. Die sind Menschen wie alle anderen. Natürlich kostet es was, wenn man diesen Menschen jetzt zuerst einmal Grundversorgung sofort bieten muss, wenn man Wohnflächen bauen muss und so weiter und so fort. Aber niemand redet davon, dass Asylwerberinnen und Leute, die Asyl bekommen haben und dann bei uns arbeiten dürfen, mehr in den Sozialstaat reinputtern, als sie rausbekommen. Die WIFI hat das vor kurzem sogar errechnet. Na, da kann man sicher nicht abstimmen, zum Beispiel über jedes Thema. Man kann zum Beispiel nicht über Minderheitenrechte abstimmen. Man kann zum Beispiel nicht abstimmen und soll auch nicht abstimmen über Grundregeln in der österreichischen Verfassung, wie zum Beispiel das Verbot des Neonazismus, das Verbot des Rassismus. Das sind alles Errungenschaften, zivilisatorische Errungenschaften, die wir bewahren müssen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Aspekte einer demokratischen Politik, die man da diskutieren kann. Einige sind ja schon erwähnt worden. Aber ich glaube, das Hauptproblem, das man besprechen müsste, ist ja die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die Ökonomie, die Politik dominiert. Die parlamentarischen Vertretungen sitzen, bildlich gesprochen, im Vorzimmer der ökonomischen Mächte. Und die Politik arbeitet dieser ökonomischen Macht zu, anstatt umgekehrt, dass die Politik die Ökonomie steuert im Sinne der Bedürfnisse der Gesellschaft. Wir haben ja eine Gesellschaft, wo das Kapital in Wirklichkeit die Bedürfnisse der Gesellschaft sich selber zurichtet, nicht umgekehrt. Also es wird nicht
die Ökonomie den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst, sondern eben umgekehrt. Das wollen wir nicht. Und deswegen meinen wir, dass die Frage der Demokratie sich auch so stellt, dass die repräsentative Demokratie in Krise ist, ist ja offensichtlich. Äußert sich zum Beispiel in der Tatsache, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in einer Partei versammelt sind, die Nichtpartei, Nichtkandidatur bedeutet. Also enthalten sich einfach. Sie sehen keinen Zweck mehr. Sie sehen keinen Unterschied mehr. Aber kommen im Wahlergebnis nicht vor. Das ist ein springender Sie Punkt. Sehen einfach keinen Unterschied mehr zwischen den Parteien, die jetzt also dominieren bzw. die parlamentarische Macht besitzen, aber sie nicht anwenden im Sinne einer Entwicklung einer Ökonomie, im Sinne der Bedürfnisse der Gesellschaft. Und diese Tatsache ist ja auch der Boden, auf dem Korruption gedeiht. Und darum denken wir, entschuldige, es war jetzt sehr viel die Rede von anderen, ne? Peter Jahn noch ein bisschen dazu sagen. Also ich meine, jetzt bin ich draußen. Was war da mal, was habe ich mal da aufgeschrieben? Die Ökonomie ist auch der Nährboden für die Korruption. Genau. Und im gesamten Spektrum der antretenden Parteien sind wir die Einzigen, die genau diese prinzipielle Systemfrage stellen. Nämlich, wir brauchen nicht nur eine andere Ökonomie, wir brauchen auch eine andere Politik im Interesse der vielen und nicht der wenigen. Und das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Und das unterscheidet da uns in der Diskussion dann faktisch, ja, wenn man über die Ursachen mangelnder demokratischer gibt's einen Überbau, das ist die Ideologie. Da gibt es einen Überbau, das ist die Ideologie, das gibt es halt bei uns nicht. Ja, natürlich. Sparen muss man unbedingt bei dem Massen an Geld, das zu den Reichen hinwandert. Genau deswegen haben wir auch die steuerpolitischen Vorschläge. Der Punkt ist der, dass ja... Ja, aber das ist ja kein Sparen, das sind ja Einnahmen, wenn ich bei höher verdienenden Geld... Naja, um das geht's ja. Um das geht's ja. Ja, genau um das geht's ja. Ich glaube, dass diese ganzen Debatten, wo soll man irgendwas irgendwie finanzieren, was einen sozialen Sinn macht, teilweise ausarten in Erbsenzählerei. Ich möchte einfach so sagen, die Masse an Geld, die da vorhanden ist, um das Sozialsystem jetzt nicht abzubauen, das, was in Wirklichkeit abläuft, sondern auszubauen, also Errungenschaften zu bewahren und auszubauen, diese Masse an Geld wäre doch vorhanden. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Warum reden wir nicht über die Tatsache, dass in der EU jährlich laut EU-Schatzmeister 1.000 Milliarden Euro jährlich den EU-Staaten verloren gehen, aufgrund von legaler und illegaler Steuerhinterziehung. Daran wird ja gerade gearbeitet, dass man hier gemeinsam... Ja, da wird schon sehr lange daran gearbeitet. Auch an der Tobin-Steuer wird sehr lang schon gearbeitet. Es gibt sie noch immer nicht. Es sind Versprechungen, die nicht umgesetzt werden. Und das von einem System, das in der Lage ist, jede E-Mail zu kontrollieren weltweit, aber sich plötzlich ganz knockert gibt und sagt, leider, wir sind nicht in der Lage, die Geldflüsse zu kontrollieren. Es ist ja lachhaft.